Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen Cold Case in einer vermissten Sache aus dem Jahr 1993. Bei der Vermissten geht es um die damals 22-jährige Cordula Keller aus Wurzen. Sie wurde am 2. März 1971 geboren. Der Fall wurde bei Aktenzeichen Y, wo ist mein Kind, am 31. Mai 2017 gezeigt, also vor mehr als 7 Jahren. Vermisst wird sie seit dem 15. August 1993. Und auch die Darstellung bei Aktenzeichen Y brachte anscheinend keine neuen Hinweise. Und es gibt auch keine Quellen, dass sich nach dieser Sendung irgendetwas in dem Fall bewegt hat. Ich habe zu dem Fall bereits 2021 ein Video gemacht, im August, also auch vor mehr als 3 Jahren. Deshalb habe ich mich entschlossen, den Fall nochmal neu aufzuarbeiten und mit weiteren Infos und Quellen zu versehen, die ich damals nicht genutzt habe. Denn zur Zeit der Erstellung des Videos war ich noch in der Anfangsphase mit diesem Kanal. Cordula ist seit mittlerweile 31 Jahren vermisst und wäre heute, wenn sie noch lebt, 53 Jahre alt. Kommen wir zu der Darstellung bei Aktenzeichen Y. Zum Anfang der Rekonstruktion kam die Schwester Veronika zu Wort und sagte, dass Cordula ein total lieber Mensch war oder ist und eigentlich zurückhaltend. So hat ihre Schwester sie auf jeden Fall in Erinnerung. Sie hat ihre Ausbildung als Altenpflegerin abgeschlossen und sich eine neue Wohnung eingerichtet. Sie war dabei durchzustarten. Am 14. Oktober 1993, dem Abend vor ihrem Verschwinden, besucht Cordula ihre beste Freundin Solveig. Dies war laut der Darstellung bei Aktenzeichen Y gegen 18 Uhr. Und die Freundin kommt dann auch zu Wort und erzählt, dass Cordula ihr mit ihrer Tochter geholfen hat, sie zum Beispiel aus dem Kindergarten abholte und anderes, was man eben einer jungen Mutter zur Unterstützung anbieten kann. Man machte also viele Dinge zusammen und sie beschrieb Cordula als lebenslustig und offen. Sie wollte viel erleben. Für den nächsten Tag hat Cordula einen Besuch in Schmiedehausen geplant. Dies ist etwa 100 Kilometer entfernt von ihrem Wohnort Wurzen, laut Aktenzeichen Y. Wurzen hatte Ende 2008 ca. 17.000 Einwohner und Schmiedehausen ca. 425. Ihr Plan ist es, zum Geburtstag der Tante von Marco, ihrem Freund, zu fahren. Und Marco käme dann auch mit. Da sie zusammen trampen, hofft sie, dass es zwischen den beiden wieder etwas wird, denn Marco ist die ganz große Liebe von Cordula. Die beiden lernten sich 1990 in einer Disco kennen und haben sich dann ineinander verliebt. Sie beziehen dann sogar eine gemeinsame Wohnung. Beide sind in der linken Szene und werden bei ihren dortigen Freunden als Bruno und Boller bekannt. Also so werden sie da genannt, das sind ja die Spitznamen. Und 3 Monate vor ihrem Verschwinden zerbricht dann die Beziehung zwischen Cordula und Marco, da Marco anscheinend mehr Freiheiten wollte. Die beste Freundin von Cordula, Solveig, sagt dann, dass es alles ein bisschen auf der Kippe stand mit den beiden, denn Marco hatte ja eine andere Freundin. Cordula hatte aber das Gefühl, dass sie Marco wieder zurückgewinnen kann. Bei Cordulas Besuch bei Solveig, deren Partner am 14.10.1993, sagt Cordula, dass sie für den Trip zu der Tante einen Rucksack braucht, sie selber aber keinen mehr hat, und fragt, ob die beiden ihr vielleicht einen leihen können. Der Partner von Solveig hat noch einen großen grünen Rucksack, einen Campingrucksack. Und dieser eignet sich dann hervorragend für den Trip zu der Tante. Und sie nahmen diesen dann mit. Nach dem Abendbrot bei Solveig und ihrem Partner ging Cordula, da sie mit Marco verabredet war. Solveig erzählte dann weiter, dass Cordula sehr aufgeregt war, da sie Marco etwas erzählen wollte. Was es war, das hat sie Solveig aber nicht erzählt. Die Sprecherin in der Rekonstruktion sagte dann, dass Cordula schwanger ist. Dieses Geheimnis hat sie ihrem älteren Bruder Roberto erzählt, den sie laut der Rekonstruktion dann um 19 Uhr trifft. Die beiden treffen sich auf der Straße. In der Darstellung kam Roberto dann zu Wort und erzählte, dass Cordula sich freute, da sie im 2. oder 3. Monat schwanger war. Der Vater sei Marco. Die Sprecherin erzählt, dass Cordula und Roberto ein sehr enges Verhältnis haben und sich gegenseitig unterstützen, wann immer es geht.
Während Cordula abwesend ist, passt dann Roberto auf den Cocker Spaniel Ajax von Cordula auf. Und dieser Hund ist Cordulas Ein und Alles. Sie bittet Roberto dann noch, ihr 100 Mark zu leihen für die Reise. Roberto hat jetzt aber gerade kein Geld dabei, als Cordula den Hund auf der Straße an Roberto übergibt. Roberto sagt dann aber, dass er einfach nochmal zur Bank fährt und ihr das Geld dann vorbeibringt. Cordula geht dann in ihre Wohnung und gegen 19.15 Uhr kommen dann Cordulas Schwestern Ramona und Veronika zu Besuch. Von der Schwangerschaft Cordulas wissen sie nichts. Cordula hat eine noch eingepackte Kaffeemaschine auf dem Tisch stehen und auf Nachfrage teilt sie den beiden Schwestern mit, dass dies das Geburtstagsgeschenk für die Tante von Marco ist. Die Schwestern wollen dann wissen, wie sie die Kaffeemaschine transportieren will. Und Cordula meint im Rucksack. Die Schwestern schlagen dann vor, vielleicht besser einen Koffer mitzunehmen. Und Cordula entgegnet, nein, ein Koffer wäre zum Trampen nicht gut. Und die Schwestern sind dann von der Idee, dass Cordula trampen will, gar nicht so begeistert. In einem anderen Artikel habe ich gelesen, dass sie wohl des Öfteren getrampt ist. Als Grund gibt Cordula an, dass sie kein Geld für eine Zugfahrkarte hat. Und die Schwester Veronika erzählt dann in der Rekonstruktion, dass sie gesagt hat, dass nicht getrampt wird. Und gegen 20 Uhr verabschieden sich dann die beiden Schwestern und sagen Cordula, dass sie am nächsten Tag gegen 7 Uhr auf dem Weg zu ihrer Arbeit vorbeikommen und ihr das Geld vorbeibringen, damit sie mit dem Zug fahren kann. Cordula sagte, dass sie erst gegen 8 Uhr los muss, das also passen würde. Veronika berichtet dann weiter, dass es eine ganz normale, oberflächliche Verabschiedung war. Einfach so, wie wenn man sich ja sowieso am nächsten Tag wieder sieht. Also es war jetzt bei Cordula nicht irgendetwas zu bemerken, auch in der ganzen Zeit vorher nicht, dass sie anstrebte, irgendwie zu verschwinden. Gegen 21 Uhr kommt dann noch Marco zu Besuch. Aber es dauert nicht lange und es kommt wieder zum Streit zwischen den beiden. Diese Begebenheit zwischen Cordula und Marco ist natürlich von hoher Bedeutung und der zuständige Hauptkommissar hat dann natürlich jedes Detail überprüft, welches Marco zu Protokoll gegeben hat. Cordula warf Marco in dem Streit vor, mehr Zeit mit seinen Freunden zu verbringen als mit ihr. Es wurde dann in der Rekonstruktion eine Seite aus der Zeugenvernehmung eingeblendet und aus der konnte ich dann ein paar Informationen herausziehen. Da stand dann, dass Marco aussagte, dass es in dem Streit zu keinerlei Handgreiflichkeiten kam und Cordula im Laufe des Streits die Wohnungsschlüssel von Marco zurückverlangte. Diese habe er ihr dann auch gegeben und noch vor 23 Uhr habe er dann die Wohnung verlassen. Ja, und gegen 21.30 Uhr kommt dann Roberto vorbei und bringt ihr die versprochenen 100 D-Mark. Und dabei fällt ihm nichts Auffälliges auf. Und zu diesem Zeitpunkt muss aber dann nach der Aussage von Marco dieser schon in der Wohnung gewesen sein. In der Darstellung ging Roberto aber nicht in die Wohnung, sondern übergab diese 100 D-Mark an der Tür und dann haben sich die beiden verabschiedet. Dies kann durchaus so gewesen sein, dass Roberto nicht feststellte. Denn nach der Aussage von Marco war er gegen 21 Uhr dort angekommen und es könnte sein, dass der Streit ganz in der Anfangsphase war, beziehungsweise noch gar keine Streitsituation da war. In dem Auszug des Vernehmungsprotokolls ist noch Folgendes zu lesen. Eigentlich hatten wir geplant, also das hat der Marco dann zu Protokoll gegeben, am nächsten Morgen gegen 9 Uhr zu Verwandten von mir, Onkel und Tante in Schmiedehausen, München, Großer Städter Straße 4 zu fahren. Als ich am 15.10.1993 nach 10 Uhr bei ihr war, öffnete niemand. Durch die im Haus wohnende Frau Röder, Jon Scherstraße 5, erfuhr ich, dass sie schon gegen 8 Uhr gegangen war. Dies war nur undeutlich zu lesen, aber noch erkennbar bzw. der Inhalt noch rekonstruierbar. In der Rekonstruktion wird dann dargestellt, dass die beiden Schwestern gegen 7.30 Uhr bei Cordulas Wohnhaus ankommen, um ihr das versprochene Geld für die Zugfahrt zu bringen. In anderen Quellen, Artikeln heißt es, dass dies um 7 Uhr war. Die beiden standen vor der Hauseingangstür, klingelten, aber Cordula machte nicht auf. Und Ramona sagte dann in der Rekonstruktion, dass sie darüber auch richtig sauer war.
In der filmischen Darstellung schaffen es die beiden Schwestern dann, via Räuberleiter in die Wohnung zu schauen. Aber dort sehen sie Cordula nicht. Daraufhin dachte Ramona, dass Cordula dann tatsächlich schon losgetrennt ist. In der Rekonstruktion erscheint Marco gegen 10 Uhr dann aufgebracht bei Solveig, der besten Freundin von Cordula, und will wissen, ob Cordula dort ist. Solveig erzählt dann in der Rekonstruktion, dass Marco meinte, dass er an diesem Morgen mehrfach dort gewesen wäre und keiner die Tür geöffnet hat, also Cordula nicht da sei. Solveig sagt dann noch, Moment, ich dachte, ihr wolltet zusammenfahren. Daraufhin sagte Marco wohl, dass sie sich am Abend zuvor gestritten hätten, sich aber trotzdem für 8 Uhr verabredet hätten. Weiter berichtete er, dass Cordula schon weg ist. Er habe geklingelt, sie mache nicht auf und er müsse jetzt auch los. Falls Cordula dann tatsächlich alleine die Fahrt zu der Tante angetreten hat, gibt es von ihrem Wohnort Wurzen 2 Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Sie hätte von Wurzen bis nach Leipzig mit der S-Bahn fahren können und dann mit dem Zug, eingestiegen in Leipzig, über Weißenfels, Naumburg, nach Schmiedehausen gelangen können. Oder eben die andere Möglichkeit wäre gewesen, per Anhalter. Das Verschwinden von Cordula fällt zunächst nicht auf, denn alle gingen davon aus, dass sich Cordula bei der Tante von Marco aufhält. Als Roberto zufällig in Schmiedehausen ist und Cordula mit nach Wurzen nehmen will, erlebt er eine Überraschung. Denn dort, vermutlich von der Tante, erhält er dann die Auskunft, dass Cordula nicht da war, also auch nicht zu dem Geburtstag angereist ist. Dann schrillten bei der Familie natürlich die Alarmglocken und sofort natürlich bei Roberto, der dies jetzt gerade zu hören bekam. In der Rekonstruktion erzählte er dann, dass er direkt danach kopflos die Straßen zwischen Wurzen und Schmiedehausen rauf und runter gefahren ist, um Cordula zu finden oder zumindest irgendeinen Hinweis, ein Kleidungsstück oder zum Beispiel den Rucksack. Als klar ist, dass Cordula verschwunden ist, erstatten die Geschwister dann Vermisstenanzeige und lassen die Wohnungstür von der Polizei öffnen. Bei der Durchsuchung stellt man fest, dass die Kaffeemaschine, also das Geburtstagsgeschenk, fehlt und auch der geliehene Rucksack. Dann kommt Solveig wieder zu Wort. Bei der Durchsicht der Wohnung habe man zum Beispiel festgestellt, dass die EC-Karte auf dem Tisch liegt und im Schlafzimmer hing ihre Jacke. Es war Oktober. Wer würde sich da ohne Jacke auf die Reise begeben? Und auch ihr Schminkzeug war noch in der Wohnung und das hat sie wohl immer mit dabei gehabt, weil sie sich regelmäßig geschminkt hat. Die Wohnung wurde dann kriminaltechnisch untersucht, unter anderem mit Spezialhunden. Und ein Herr Schubert von der Polizei Grimma sagte dann in der Rekonstruktion, dass es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen in der Wohnung von Cordula gab. Bei der Durchsuchung der Wohnung findet Roberto dann noch eine Einladung nach Wolfen in Sachsen-Anhalt. Und zwar zu einer Freundin und deren Familie von Cordula. Und zufällig für das gleiche Wochenende, an dem die Tante von Marco Geburtstag hat. Und aus diesem Brief schließt man dann, dass Cordula eventuell auch vorgehabt haben könnte, an diesem Wochenende dann nach Wolfen zu fahren. Wolfen liegt nördlich von Wurzen und Schmiedehausen südlich von Wurzen, also genau entgegengesetzte Richtung. Die Freundin und die Familie werden dann natürlich auch kontaktiert und von dort kam die Aussage, dass es keine konkrete Planung von einem Besuch von Cordula gab. Was mich jetzt als allererstes so ein bisschen stutzig macht, ist der Punkt, dass dies ja die Tante von Marco war, die Geburtstag hatte, zu der Cordula dann anscheinend alleine getrennt ist. Aber da müsste doch eigentlich Marco, sie hatten ja geplant, da zusammen hinzugehen, wenn er es dann, sagen wir mal so, nicht gemacht hat, weil er wieder Streit mit Cordula hatte, dann hat er doch normalerweise zumindest eben bei der Tante angerufen, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Hat dann oder hätte dann doch normalerweise auch gefragt, hey, ist Cordula bei dir? Aber
dazu ist nicht zu finden. Und das ist schon in meinen Augen ein bisschen merkwürdig. Denn es heißt ja, die Familie hat erst Tage später von dem Verschwinden erfahren, weil sie ja dachten, Cordula ist bei der Tante. Und dann schauen wir uns diese Situation an. Sie ist, glaube ich, auch so ein bisschen altbekannt. Die kennen wir aus ganz vielen Fällen. Und zwar ein Paar, das sich nicht mehr ganz so grün ist. Er hat eine neue Freundin. Sie will ihn zurückgewinnen. Und nach seinen Aussagen ist er dann um 21 Uhr nochmal bei ihr gewesen. Dort soll es zum Streit gekommen sein. Es hat keine Handgreiflichkeiten gegeben. Und Cordula hat die Wohnungsschlüssel wieder zurückverlangt. Also das scheint vorher ihre gemeinsame Wohnung gewesen zu sein. Sie hat ihm diese anscheinend schon mal weggenommen, hat ihm die dann wiedergegeben. Und jetzt sollte er sie wieder abgeben. Und nach seinen Aussagen hat er das dann auch gemacht. Ja, und das war dann wieder so der letzte Kontakt. Und wie wir wissen, ist der letzte Kontakt ja immer dringend oder zumindest tatverdächtig. Dann die Wohnung. Und auch hier wieder so ein übliches Bild. Die EC-Karte liegt auf dem Tisch. Selbst wenn man kein Geld hat, nimmt man die EC-Karte mit, wenn man unterwegs ist. Die Jacke, die sie anscheinend immer getragen hat, ist da. Gut, es könnte natürlich sein, so hat es der Kommissar in der Nachbesprechung auch gesagt, dass sie vielleicht eine zweite Jacke hatte, von der die Familie nichts wusste und die sie dann angezogen hat. Aber auch die Schminksachen lagen da und die Schminksachen hat sie ja auch ansonsten immer mitgenommen. Aber was weg war, das war eben diese Kaffeemaschine und die Reisetasche. Und wenn das weg ist, dann ist das natürlich ein recht eindeutiges Zeichen dafür, dass sie dann alleine nach Schmiedehausen gefahren ist, wie auch immer, aber dass sie sich da alleine auf den Weg gemacht hat. Und dann, 4 Jahre später, der 24. Oktober 1997, also 4 Jahre und ein paar Tage, nachdem Cordula verschwunden ist. An diesem Tag wählt Marco den Freitod. Er wirft sich vor einen Zug. Das eindeutige Motiv, so sagte der Kommissar, für Marcos Freitod ist nicht bekannt. Es muss aber nicht zwingend mit dem Verschwinden von Cordula zu tun haben. Denn er hatte eine Freiheitsstrafe zu erwarten, weil er ohne Führerschein gefahren ist und dabei erwischt wurde. So hieß es bei der Rekonstruktion in Aktenzeichen Y. Ihr werdet euch jetzt fragen, fahren ohne Führerschein und dafür Gefängnis? Ich habe da mal nachgeschaut. Das Straßenverkehrsgesetz StVG Paragraph 21 Absatz 1 sagt dazu Folgendes. Bei Fahren ohne Fahrerlaubnis eine Geldstrafe von mindestens 5, höchstens 360 Tagessätzen vor. Oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Monaten. Also wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kann man bis zu 12 Monaten in den Knast gehen. Dieses Strafmaß erwartet alle, die am Steuer erwischt werden, obwohl sie noch nie eine Fahrerlaubnis besaßen. Wie das bei Personen aussieht, die eine Fahrerlaubnis gehabt haben, die vielleicht ein temporäres Fahrverbot haben oder deren Führerschein eingezogen worden ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber da könnte man jetzt daraus schließen, dass Marco noch nie einen Führerschein besessen hat. Aber die Geschichte ist ja, es ist auch eine Geldstrafe möglich und eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Monaten, das ist die Maximalstrafe. Und wir kennen ja unsere Richtersprüche und die sind meistens beim ersten Mal nicht so hart. Also von daher, ob er sich deswegen jetzt in den Freitod begeben hat oder ob es vielleicht doch irgendwas mit Cordulas Verschwinden zu tun hat, ist natürlich die große Frage und die wird uns leider auch niemand mehr beantworten können. Die Ermittlungen zu Cordulas Verschwinden laufen auf jeden Fall ins Leere. Aber am Sonntag, dem 25. Februar 2007, erhält Zollweg einen rätselhaften Anruf.
und zwar von einem unbekannten Mann. Dieser erzählte, Cordula wäre umgebracht worden und würde in tiefem, tiefem Dunkeln liegen. Und er es nicht mal aushält, davon zu wissen, ohne es jemandem zu sagen. Der Anrufer kann leider nicht mehr ermittelt werden, da die Polizei zu spät von diesem Anruf erfahren hat. Und aufgrund dieses Anrufes hat die Polizei sich dann entschieden, noch einmal nach Cordula zu suchen. Und da gesagt wurde, im tiefen, tiefen Dunkeln, das könnte auf ein Gewässer hindeuten. Und deswegen suchte die Polizei dann 3 Tage lang mit Tauchern am alten Steinbruch am Spitzberg. Das war damals, zum Zeitpunkt des Verschwindens von Cordula, ein beliebter Treffpunkt der linken Szene. Aber auch dies blieb ohne Erfolg. Und dann gab es wohl noch einen anderen Hinweis, der sich dann auf den Wohnort von Marco bezogen hat. Denn dort soll kurz nach Cordulas Verschwinden plötzlich ein Blumenbeet hinter dem Haus angelegt worden sein. Also vermutlich hinter dem Haus, in dem Marco dann wohnte. Bei Grabung konnte allerdings nichts gefunden werden. Ein weiterer Hinweis führte dann zu einem Kanal des Flusses Mulde. Auch dort wurde nichts gefunden. Auch die dort befindlichen Kontrollschächte wurden geöffnet und geprüft. Aber auch dort war nichts zu finden. Es ist schwierig zu sagen, hat Marco etwas damit zu tun, mit dem Verschwinden von Cordula? Hat er sich vielleicht getötet? Ich denke mal, die Polizei schließt das nicht ganz aus. Anhand der Situation in der Wohnung, anhand dessen, dass er der letzte Kontakt war und eben, dass er sich 4 Jahre und ein paar Tage später nach ihrem Verschwinden dann in den Freitod begeben hat. Ich vermute mal, dies ist ein Fall, der sich nicht mehr aufklären lässt und ich gehe nicht davon aus, dass Cordula noch lebt. Natürlich kann sie sich auch alleine auf den Weg gemacht haben, aber sollte sie dann wirklich ihre EC-Karte und ihre Schminktasche, eine Schminktasche für Frauen, etwas sehr Wichtiges zurücklassen und plötzlich auch eine andere Jacke haben? Ich glaube es nicht. Dann nochmal ein paar weitere Punkte zu dem Fall. In einigen Quellen wird der Clara Zetkin Platz 2 als Wohnort von Cordula angegeben. Aber kann das stimmen? Ich vermute mal nicht, denn unter der angegebenen Adresse, also dem Clara Zetkin Platz 2, fand ich die Firma Bestattung Norbert Schade. Seit 1990 ihr Bestatter in Wurzen. Natürlich könnte dort mal ein Wohnhaus gewesen sein und Norbert Schade erst später dorthin gezogen sein und sein Bestattungsunternehmen geführt haben. Aber die Adresse, die ich vorher genannt habe, das ist eindeutig ein Wohnhaus und das sieht mir hier nicht so ganz nach einem Wohnhaus aus. Allerdings muss man sagen, dass die beiden Adressen schon in ziemlicher Nähe liegen. Und dann gibt es noch in einem Zeitungsartikel, den ich euch auch verlinkt habe, noch ein paar Informationen über die Familie Keller. Und die Kinder scheinen dort, ja, sagen wir mal so, nicht so ein tolles Elternhaus gehabt zu haben. Ich möchte darauf dann auch nur noch kurz eingehen. Das heißt in dem Artikel, ihr Vater Emil, also der Vater von Cordula und den anderen Geschwistern, habe ein unstetes Leben geführt. Er verbüßte eine Haftstrafe, verließ seine Familie und ging 1992 in den Freitod in Mecklenburg. Und bei einer Zwangsvollstreckung 1998 wurde das Haus der Familie versteigert und in dem Artikel heißt es dann auch, da ist auch ein Bild vorhanden, dass es nur noch eine Ruine ist. Roswitha Rosberg, eine Wirtin, und zwar von Rosis Einkehr, hat sich dann auch noch sehr genau an Cordulas Mutter erinnern können. Sie sagte, Karin war Stammgast bei uns. Sie kam immer mit dem Rat und 2 jüngeren Bekannten. Sie hatte stark getrunken, wohl auch, um das ungeklärte Schicksal ihrer Tochter ertragen zu können. Die Mutter sei noch eine kurze Zeit in Groß-Tschepa gewesen, dann habe sie den Ort verlassen. Und die Kellers, also die Familie, seien Zugezogene gewesen, waren somit nicht alteingesessen, sagte die ehemalige Nachbarin Ursel Löwe. Die 65-Jährige erfuhr damals aus den Medien von der vermissten Tochter. Eng sei der Kontakt der Familie zu den Dorfbewohnern nie gewesen, bestätigt ein
Ghost Shaper, der anonym bleiben möchte. Cordula aber war nicht so sehr der Einzelgänger. Mit ihr konntest du reden. Sie war ein prima Mensch, sagte er. Warum erzähle ich das Ganze jetzt hier nochmal? Augenscheinlich hat es doch nichts mit dem Fall zu tun. Also der Hintergrund ist ganz einfach. Und zwar ist es ja so, dass Cordula und Marco getrennt waren. Und Cordula hat ja ihrem älteren Bruder Roberto gesagt, dass sie schwanger ist. Und zwar zweiter, dritter Monat. Und das dürfte dann so ziemlich zu dem Zeitpunkt passiert sein, als die beiden sich getrennt haben, beziehungsweise Marco sich wohl von Cordula getrennt hat, weil er mehr Freiheiten brauchte, weil er anscheinend eine neue Freundin hatte. Und vielleicht aufgrund dieser Situation zu Hause hat sich Cordula dann ganz schnell eine eigene Familie gewünscht. Das ist ja nicht gerade selten. Und vielleicht hat sie sich, das sind alles nur Spekulationen jetzt, vielleicht hat sie sich bewusst schwängern lassen von Marco. Und hat dann auch versucht, ihn damit zurückzubekommen. Vielleicht hat sie ihn damit auch irgendwie unter Druck gesetzt. Und dass es dann zu einer Situation gekommen ist, in der Wohnung, bei der Cordula eventuell gestorben ist. Die Wohnung wurde zwar kriminaltechnisch untersucht und auch entsprechende Spezialhunde waren da. Aber das heißt nicht, dass nicht irgendwas übersehen worden sein könnte. Also schwer zu sagen, ob der Streit dann tatsächlich nur um seine Zeit ging, die er mit Freunden zu viel verbringt, oder ob vielleicht diese Schwangerschaft ein Thema war. Denn sie wollte ja Marco was Wichtiges erzählen. Und ich denke mir mal, dass sie Marco erzählt hat, dass sie schwanger ist. An diesem Abend. Und auch wenn er keinen Führerschein hat, hat er auf jeden Fall 4 Jahre später ja irgendwie Zugang zu Autos gehabt. Und vielleicht hatte er da auch Zugang zu einem Auto und könnte sie damit weggefahren haben. Es ist schwierig zu sagen, aber für mich wäre das so ein bisschen der logische Ablauf, was da passiert sein könnte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.